Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 4. So, Zeit für Kapitel 5, dann wollen wir mal. Was sollen wir tun? Dein Vater vertraut mir. Und du musst mir auch vertrauen. Und genau tun, was ich sage. Ich bring dich nach Hause. Okay. Ist aber ein hübscher Baby-Igel. Gut, ich muss sagen, beide sind relativ hübsch. No Pablo Español. Hey, ich habe das letztes Mal schöner hinbekommen. Erstmal looten. Aus der Kirche entkommen. Ein schönes Handy. Das gehört bestimmt hier. Entschuldigung. Kann ich die nicht kaputt machen? Na gut. Die Leiter. Ich? Okay. Oh, die Synchronstimme von ihr gefällt mir aber im Deutschen. Nee, sehr süß, sehr süß. Hoffentlich war das leise genug. Was jetzt? Hier geht's nicht raus. Alles gut. Ich hab alles unter Kontrolle. Guck mal, hier ist so ein schönes gelbes Fass. Wenn wir da drauf treten, kriegt man immer was Gutes. Eine Ratte. Eine Ratte. Oh, nicht getroffen. Hey, wieso sind die Biester so schnell? Ich glaube, meine Maus ist zu langsam. Minenaufsätze. Ja, nimm sie doch auf. Nimm sie doch einfach auf. So. Die Ratte ist leider entkommen. Ah, da ist sie, da ist sie. Ganz ruhig. Mist. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Meine Rattentötungskünste lassen zu wünschen übrig. Hier haben sie erwischt. Gebracht hat's nichts. Außer, dass ich mich komplett blamiert habe. Na gut, dann wollen wir mal hier aus dem Fenster springen. Na, da auf so einen Baum, das wird doch gehen, oder? Nee, oder? Ist okay, ich fang dich. Na komm, du Igel. Na komm, bevor jemand hinter dir auftaucht. Komm schon. Gleich greift dich jemand von hinten. Oder auch nicht. Gern geschehen. Danke. Ach, kein Thema, kein Thema. So, Leiter nach unten springen. Basis, Baby Eagle ist jetzt bei mir. Verstanden. Geht es hier gut? Positiv. Ja. Gute Arbeit, Condor One. Ich schicke dir ein Heli auf den Weg. Ich sende dir die Koordinaten für die Bergung. Geht dorthin. Und pass auf, dass Baby Eagle nichts passiert. Verstanden. Ich gebe mein Möglichstes. Ende. Oh, dann müssen wir uns beeilen. Grabschänder, diese verräterischen Zwillinge verdienen es nicht, in Frieden zu ruhen, denn sie haben sich dem bösen Kult angeschlossen. Kann nicht jemand, irgendjemand die Wappen auf ihren Grabstein zerstören? Da müssen wir zwei Wappen zerstören, das kriege ich hin. Karte wollte ich nicht aufrufen. Bleib dicht bei mir. Okay. Eleganter Haarschmuck. Das könnte ich mir doch in meine schönen blonden Haare klemmen. So, Grabsteine müssen wir verschandeln. Zwei Stück. Wie viel passen denn hier rein? Nur drei? So, dann wollen wir einmal Schleichibussen. Einmal schleichen. Oh, das muss ich halten. Oh, geht das auf den Rücken. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir können Ashley Kommandos geben. Mit Control wechseln sie zwischen enger und loser Formation. In der engen Formation bleibt Ashley dicht bei Leon.
was vor allem dann vorteilhaft sein kann, wenn sie an Gegnern vorbeirennen. Okay, in der losen Formation lässt sich Ashley hinter Leon zurückfallen. So kann verhindert werden, dass sie Schaden durch Gegner nimmt. Dann bleib mal zurück. Komm schon. Mist. Es geht los, bleib hinter mir. Oh Gott, diese Leute sind doch nicht normal. Das würde ich auch sagen, ich muss aber nachladen. Ja, ist ja gut. Oma, bleib mal liegen. Sehr schön, Bolzen und Peseten gesichert. Muss man hier noch eigentlich wieder rein in die Kirche? Sieht nicht so aus. Nee, hier war man ja schon zu Genüge. Geh mal aus dem Weg, Bibi-Igel. Ich weiß, dass es Adler heißt, aber da ich es auf Deutsch spiele, mag ich das wirklich wie den Igel zu betonen, also das Stachelvieh. Den lass mal einfach in die Kirche gehen, würde ich sagen. Lass mal den einfach in die Kirche gehen. Kommen da noch mehr für die Kirche? Hi. Hi. Sag doch wenigstens Bescheid. Entschuldigung. Zombies werden nicht überleben. Geh mal weg, du. Au. Mein Kreuz. Au. Einfach mit so Tentakeln gepeitscht werden. Ich glaub's ja nicht. Nein. Nein! Ja, Leon brennt gerade und braucht ein Helf-Item. Benutzen. So, Schrotflinte. Hey, ich schieß doch schon mit Schrot. Noch mehr? Ja, Vamos, Vamos. Nein, du entwickelst dich. Lass das. Das war gerade noch rechtzeitig. Na, das war eine wohlplatzierte Handgranate, würde ich sagen. Da müssen wir jetzt aber auch noch looten. Erstmal werden wir natürlich hier schön nachladen. So viele Piseten. Wenn man so viel Geld hat, wieso schließt man sich denn so einem bösen Kult hier an? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Okay. Gelootet, was geht. Nachgeladen, noch nicht alles. Wäre vielleicht nicht schlecht, dass die Flinte auch voll ist. Dann können wir Flintenmunition machen. Wie ist die denn wieder so leer geworden? Okay. Eine Kräutermischung grün, grün, gelb können wir machen. Wird eventuell mal hilfreich sein. Okay. Weiter geht's. Pistole ausrüsten. Irgendwas an Grabsteinen zerstören. Bin mir nicht sicher, was. Fass ist nachgespawnt. Ja, ja, ist ja recht, ist ja recht. Da unten redet wieder einer Gibberish. Mumpitz auf Deutsch. Nicht hier auf den Grabstein? Doch. Sehr schön. Ah, das auch geschafft. Wer mit Molotows wirft, der wird erschossen. Oder verbrennt. Beide sind valide Strategien. Der entwickelt sich, glaube ich, auch. Ich erlöse dich von den Flammen. Okay. Hat sich selbst erlöst. Schau, wieder so ein Pisswetter hier. Pistolenmunition. Und Rohstoffe. S. Kommen wir hier noch irgendwie nach rechts wohl lang? Nö. Wo müssen wir überhaupt hin? In die andere Richtung. Bauernhof. Dann gehe ich ja völlig... Nee, ich gehe in die richtige Richtung. Nur mein Umschauen hat sich nicht bewährt. Eher mit den Peseten.
mitkommen. So, Ashley sagt mir mal, dass sie mitkommen soll. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Ein Händler. Ich habe inzwischen gelernt, was die blauen lila Flammen bedeuten. Und zwar, dass ich Geld ausgeben kann. Hast einen Auftrag erfüllt, stimmt's? Kann ich dir... Oh, sieh dich einer an. Ich hab was Neues für dich, Partner. Wir können natürlich jetzt die Maske holen und dann verzieren. Wo wir unsere Ware herhaben? Das willst du nicht wissen, Partner. Ist hier in Ordnung. Na gut, wir haben eine Schmetterlingslampe und dort können wir einen gelben Diamanten reintun. Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Na gut, dann nehmen wir mal den gelben Diamanten hier. Damit machst du nichts falsch. Und den roten Beryl. Interessante Wahl. Also ich komm jetzt. So, und jetzt müssen wir die irgendwie einsetzen können. Und wo habe ich das nochmal gemacht? Aufschätzen wahrscheinlich. Schätze ich. Edelsteine einsetzen. Ein Diamant hier rein. Ja, passt. Dann ein Diamant hier rein. Passt. Und der da kommt da rein. Oh, der passt nicht. Da braucht man was Eckiges für. Vielleicht das? Nee, macht keinen Sinn. Eleganter Haarschmuck lässt sich sicher verkaufen. Wunderbar. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Es ist schön für dich. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Na gut. So, 36.000 verdienen wir dadurch. Danke. Küchenmesser behalten wir. Aber das Kampfmesser muss repariert auch werden. Messer braucht so gut wie neu. Angriffskraft passt, glaube ich. Bei der Pistole können wir es verbessern. Ja, das kostet 18.000. Eher von der Schrotflinte mal durchsetzen. Eine gut eingestellte Waffe kommt hier, wie du es haben wolltest. Feuerrate, bla bla bla. Bolzenwerfer bin ich eigentlich auch zufrieden. Auch hier vielleicht die Angriffskraft könnte höher sein. So oft verwende ich das Teil halt nicht. Ein Revolver. Oder probierst du nicht mal eine neue Waffe? Oh, ist eine Pistole. Sah ein bisschen aus wie ein Revolver, da hat natürlich kein so Kugellager, wenn ich es richtig sage. So eine Trommel. Trommel war das Angebot. Trommel war das richtige Wort und das hier ist ein Sonderangebot. Lohnt sich das zu kaufen? Ich glaube nicht. Auch wenn es Rabatt kriegt. Ich kann schon nicht mehr reden. Auch wenn Rabatt dran steht, braucht man das, glaube ich, nicht. Stirb mir da draußen nicht weg. Ich gebe mein Bestes. So, Auftrag annehmen. Vorsicht vor dem Hunde. Jemand muss sich um den wilden Köter kümmern, der im Dorf sein Unwesen treibt. Er sieht nicht wie ein normaler Hund aus, sollte also leicht zu identifizieren sein. Na, das kriegt man doch hin. Diese britischen Hunde, die gehen relativ gut zu töten. Hoffentlich ist das nur ein kleines Exemplar. So, einmal zwischengespeichert. Hey, können wir eine Pause machen? Sorry, ist leider nicht drin. Verstehe. So, einmal neu sortieren. Das sieht doch ganz gut aus, was wir im Inventar haben. Den Forellenbarsch L. Gut, den behalten wir mal. Den können wir ja auch verspeisen, um ein bisschen Loot zu bekommen. Um ein bisschen Hilfe zu bekommen. Mensch, was ist denn mit mir los? Alles gut, Ashley? Boah, ich denke mal. Hör mal auf zu stöhnen. Muss mich ja aufs Spiel konzentrieren können. So. Hannigan hatte recht mit dem Wetter. Bolzenwerfer. Ui. Geh mal drauf. In den Arsch. Eine Nachladegeschwindigkeit bei dem Teil wäre wahrscheinlich auch gut. Also gut ist das Teil nicht. Aber zumindest die Bolzen gab es zurück. Okay, hier kommen wir nicht durch. Hier würden wir reinkommen. Bringt das was hier drin zu sein?
Ich glaube nicht, das habe ich auch schon gelootet. Ja, hier war die alte Oma drin, die mich erschreckt hat. Ist hier gut. Zumindest Headshot war gerade sehr hilfreich. Oder auch nicht. Ah, wie oft muss ich hier denn nachladen? Ja, ist ja gut. Heimlich ausschalten, was heimlich auszuschalten geht. Vorsicht, die Oma kommt. Na komm, die können wir auch heimlich ausschalten. Ja. Es läuft ja. Okay, hier ist eine Kuh. Das Mut schon wieder kräftig. Irgendwie in dem Haus höre ich ganz viele Stimmen. So, wo ist denn dieser verdammte Köter, den man ausschalten muss? Gehen wir mal hoch. Na komm. Ah, gerade so hat das geklappt. Ist das nicht toll? Ich glaube, hier konnten wir oben hoch. Oder irgendwo konnten wir oben hoch. Das ging aber nur zu zweit. War das in dem Gebäude? Sieht nicht so aus. Dann verwechsel ich das irgendwie. Schon eine ungute Geräuschkulisse hier. Ja, zum Glück außerhalb. Schimmelkäse. Kann ich nicht leiden. So, dann wollen wir mal wieder schleichen. Und das Fass hier kaputt machen. Hier mit dem guten Zeug. Ich glaube, da sind wir gerade rausgekommen. Kann man hier mit dem Ding interagieren? Nö. Bolzenwerfer auf jeden Fall nachladen. Keine Ahnung, ich vergesse das immer. Na? Okay, da komme ich gerade nicht hin. Hey! Wieso hat der erste nicht getroffen? Aus dem Weg! Wir sparen zumindest gerade Munition und sind schön leise. Das gefällt mir. Hier mit dem Zeug. War anscheinend auch ein Bolzen. Da auch. Hier rechts sind auf jeden Fall noch Zombies. Oder Zombie-Senioritas. Weil irgendwo sollte auch der scheiß Hund sein. Wir können ja nicht zulassen, dass hier irgendwelche überleben. Ja, ja. Beschwerde ist angekommen. Oh, ich muss nachladen. Vorsicht, Ashley, die holt aus. Wie? Dramatischer Abgang. Gut, kommen wir dann hier rein? Sieht danach aus. Haben wir auch alles gelootet. Hat nicht jemand gesagt, ich solle mich beeilen? Das geht sogar auf. Ist das der richtige Weg? Nein. Definitiv nein. Aber hier ist noch eine Quest und hier ist noch ein Schatz. Verschlossene Schublade, grünes Kraut. Ich glaube, die blauen Teile sind Türen. Wand mit Durchbruch. Okay. Ja, dann mal geradeaus. Vielleicht wird es ja mein großer Durchbruch. Vielleicht können wir auch endlich hier in den Stall. Nö. Vielleicht reinklettern?
Vielleicht ist da ja irgendwie eine Kuh drin oder so. Ich werd mich sowas von erkälten. Das ist in Ordnung. Kleiner Schlüssel. Der passt sogar. Schön, ein alter Kompass. Der wird mir den Weg weisen können. Komm, hier war irgendwo wirklich noch so eine Dachschräge, wo man eigentlich rein konnte. Vielleicht kommen wir hier durchs Fenster. Nee. Ah, hier kommt man aber. Alles klar. Nee, komm. Rauf mit dir. Du erledigst dann das Vieh. Mach von drüben für mich auf, okay? Kriegst du das hin? Na komm. Ist offen. Ist ja praktisch, die dabei zu haben. Und was bist du? Ein eleganter Armreif. Mensch, die Leute haben echt Kohle. Nicht nur Peseten, sondern auch hier Schätze bis zum Abwinken. Bin echt gerade nicht sicher. Mir wurde ein riesengroßer Hund versprochen. Den will ich eigentlich noch haben. Und hier ist eh nochmal Loot. Ich glaube, auch hier kommt man nicht weiter durch. Ist vielleicht gar nicht schlecht, dass die Leute da abgeschnitten sind. Und hier wollte ich eh nochmal rein. Gut, den können wir schleichend ausschalten. Na komm, na komm, na komm. Oh, ich glaube, unter mir ist so brennbare Flüssigkeit. Nee. Oder zumindest die Fackel. Hab ich gleich mitgekillt. War vielleicht nicht das Schlechteste. So viel schöne Moneten. Und eine Ratte. Mist. Okay. Hat nichts gebracht, die Ratte zu erledigen. So. Komm mal da her. Bin ich wieder umgedreht? Wir werden es gleich rausgefunden haben. Nee, wir sind woanders rausgekommen. Kommt mir aber auch bekannt vor. Okay, bist du eine nette Kuh oder eine böse Kuh? Oh, eine nette Kuh. Ah, okay, wir sind da rausgekommen. Nun gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch einmal. Da noch was drin. Komm mal hier durch. Nö, dann einmal nach oben und nach links. Ich glaube, das ist zumindest der Weg dorthin. Wir haben ja zumindest einen Auftrag bekommen, einen Hund auszuschalten. Ja, in die Fresse. Nachladen. Oh, das hat er mir übel genommen. Ja, ja. Einer hässlicher als der andere. Dann müssen wir wohl schießen. Keine Ahnung, Mann, was du da sagst. Oh, hör doch auf damit. Handlungsunfähige Ashley, oh je. Ich werde sie gleich wiederbeleben, wenn ich das kann. Mist. Au. Nicht nett, Bro. Nicht nett. Geht's dir gut? Ja. Ja. Ich glaube, wir müssen Barsch fressen. Ein Glück habe ich die erlegt. So. War mal hier schon drin. Also ich schätze mal, wir waren überall drin. Aber wenn der Loot so freundlich nachspawnt, müssen wir da natürlich nachschauen. Oh, hier kommen wir gar nicht rein. So, der Ashley geht's gut. Das ist schön. Kommen wir hier durch? Tatsächlich ja.
Und das führt zu einer Schreibmaschine. Und tatsächlich unserem Questziel. Habe ja alles richtig gemacht, hier lang zu gehen. Und ich dachte... Doch, ist es. Und ich dachte, ich bin hier wieder auf Wanderschaft. Ja. Geräusche. Hier können wir wenigstens kurz speichern. Spiel speichern. Ich glaube, ich kann inzwischen oben anfangen. Die brauche ich nicht mehr. Ja, ja. Können wir überschreiben. So. Nachgeladen. Zumindest so gut wie möglich. Da sind noch mehr Kühe. Wäre das der Hund, dann wäre er ja schon erlegt. Oh, Mist. Das ist natürlich auch eine Strategie. Hey! Wer? Warum? Ist das Schwein durchgedreht? Ist die Kuh durchgedreht? Nee, die haben einfach nur Angst. Oh. Du bist durchgedreht. Bist du down? Bist du jetzt down? Das sieht besser aus. Da ist ja die Kuh. Ich brauche eine Schrotflinte. Oh, ich brauche gleich nochmal einen Barsch. Danke, Kuh, hilf mir. Ich muss nachladen. Fuck. Her mit meinem Fisch. Her mit meinem Fisch. Soll ja generell gut für die Gesundheit sein. Nicht schlecht. Bist du down? Du hattest einen Smaragd. Ashley, komm mal wieder zu dir. Danke. Jederzeit. Bitteschön. Bringt es was, Kühe zu töten? Bin ich eigentlich sehr stark dagegen? Na gut. Aber probieren müssen wir's. Sonst würden wir ja nicht spielen. Hast du Loot für mich? Nee, das war nur unnötige Tierquälerei. Haben wir das auch mal gemacht. So, hier müssen wir reinkommen. So langsam will ich mein Messer aber wieder reparieren. Den können wir auch leise töten, falls uns niemand anderes verrät. Warum schon nicht umdrehen? Ashley, halt die Klappe! Ach, das läuft doch gut. Und da ist ein Händler. Händler! Bist du hier drin? Ja. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot. Weiterhin viel Glück, Fremder. Dankeschön. Auch hier würde ich sagen, vielleicht die Magazingröße erhöhen. Hier, wie du es haben wolltest. Und die Feuerrate. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Wäre das dann alles? Ich glaube, ja, mehr kann ich mir nicht leisten. Wenn du noch was zu erledigen. Und dann nochmal speichern. Hast, solltest du dich besser drum kümmern, bevor du da lang gehst. Du willst dich doch nicht den Rest deines Lebens fragen. Ja, ist recht. Ich glaube, hier oben muss ich nicht lang, das haben wir ja schon längst geklärt. Ashley, wir müssen wieder nach unten. Flintenmunition würde ich aber tatsächlich gern herstellen. Schauen wir mal, ob das geht. Zumindest einmal ging das. Und ansonsten sieht es relativ düster aus. Die haben noch einen riesigen Fisch, der wird uns bestimmt helfen. Richtige Richtung.
Das ist doch schön. Manchmal habe ich einen schlechten Orientierungssinn. Manchmal auch einen guten. Ja, das ist meine Horde Zombies. Da ist ja wieder der Louis. Du. Hey, hör zu, wegen vorhin. Ja, lass hören. Hey, du hast die vermisste Senorita gefunden. Die Senorita hat einen Namen, okay, Ashley. Und Sie sind? Ich bin Luis. Encantado. Schön. Das wäre geklärt. Also, wer bist du? Und was machst du hier? Beantworte ich gern, aber leider. Versteck dich, los. Wenn das so ist, hier, hilf mir. Ashley, schnell. Geh. Ich hätte dir eine Waffe gegeben, die kann doch ruhig mitschießen. Okay. Spielen wir. Der hat sich die Pistole gekauft. Kann ich den einfach umbringen? Hey, sag mal, willst du mich umbringen? Eine Horde von denen gegen uns zwei. Nicht zu fangen. Bretter. Dass es eine Horde Monster ist. Bretter. Soll ich mit aufhören? Vergiss das Stretching nicht. Ja, ja. Ja, ich ja. Dann kann's losgehen. Entspann dich, Cowboy. Vielleicht nochmal Bretter. Hier ist auf jeden Fall ein Messer. Das ist eine schöne Mission. Geh doch mal drauf. Hat doch gerade erst auch angefangen. Ey, wo kommst du denn her? Ich muss da eine Granate hinwerfen. Oh. Bin ich tot? Ja, das würde ich auch sagen. Das machen wir doch gleich nochmal. Wenn wir da hinten eine Granate schön platzieren, gehen so viele auf einmal drauf. Oh, die Zwischensequenzen werde ich skippen. So. Überspringen. So. Barrikaden. Eine Horde von denen gegen uns zwei. Nicht zu vergessen, dass es eine Horde Monster ist. Fertig mit Aufwärmen? Weiß ich nicht. Ich gebe mein Bestes mit dem Stretchen. Hä? Wieso habe ich nur noch eine Granate? Komm schon. Richtig dahin. Mist. Die geht immer irgendwie an die Decke. Das gefällt mir gar nicht. Wo kommst du denn her, Opa? Ich gebe mir hier Mühe. Kann ich die nicht nochmal verbarrikadieren? Nö. Na komm schon. Ist ja gut. Alles klar. Hört mal auf damit. Oh nee. Oh nee. Ja, nachladen. Muss doch nachladen. So, jetzt sieht's düster aus mit anderweitiger Munition. Jo, dich töten wir. Dich looten wir. Und dich laden wir nach. Schön auf die Fackeln. Lass die Fackel fallen, Opa. Könnt ihr ja alle verbrennen. Kann ich die Fenster nicht wirklich nochmal barrikadieren? Das wird helfen. Ja, ich fress mal einen Fisch oder so. Kann ich nochmal Flintenmunition machen? Nee, aber MP-Munition.
Vielleicht bringt es ja was. Vorsicht, Louis. Ah, Mensch, die sind ja überall. Wünschte, ich hätte zwei Granaten noch. Oh, Bretter. Auf jeden Fall her damit. Ja, hier schön erstmal draufknallen. Na komm, weg mit dir. Und jetzt Bretter hin. Ei. Ja, ich bin konzentriert. Vielleicht nicht ganz konzentriert. Was haben wir denn? Grünes Kraut oder ein großer Fisch? Großer Fisch? Komm schon, essen. Ja. Oh je, das tat weh. Und das hört sich hier überraschend schleimig an. Nee, komm. Nee, komm. Geh wieder zurück, wo du hergekommen bist. Ja, ist ja recht. Könnt einer mal mit Dynamit auftauchen? Kann ich euch alle auf einmal ausschalten? Ja, alle down? Also ich brauche ja wieder Nachschlagbretter. Der hat jetzt doppelt auf die Fresse bekommen. Ah. Das war's anscheinend schon für den Bodenkampf. Bretter. So, die wollen wir dann doch gleich mal hier anbringen. Okay, das sollte passen. Kann ich noch was looten? Wieso lebt ihr denn wieder? Lasst mich in Ruhe. Ich lad mal nach. Nee, ich würde sagen, das ist ein gutes Teamwork. Oh, das Blocken gelingt mir in dem Spiel echt nicht. Alle tot? So. Komm schon. Auf dein Haus oder meins? Ich muss noch mal einen Fisch fressen. Oh, nicht noch so ein Vieh. Die nehmen das wirklich ernst hier. Erste Hilfespray benutzen. Ja, ich seh's. Komm schon, nachladen. Nein! Ja, ich gebe mir Mühe. So, jetzt braucht man nochmal ein Hilfe-Item. Und dann werfen wir vielleicht mal eine Blendgranate. Das kann echt nicht schaden. Ja, Kräutermischung rot und gelb. Und grün und gelb. Die werden wir jetzt einfach schön mampfen. Hier erstmal das. Bestätigen, benutzen. Das hilft schon mal für den kleinen Hunger. So, Blendgranate. Wieso sind die nicht ausgerüstet? Schnell Zugriff auf die 8. Das wird ziemlich hell. Dankeschön. Komm nochmal. Komm schon. Ah, nachladen. Ich konzentriere mich doch. Konzentrier du dich. Muss ausweichen. Okay, ich bin draufgegangen. Okay, ich würde tatsächlich mal das Spiel laden. Hier vielleicht. Ah, nee, der zweite wäre richtig gewesen. Dann sind wir gleich wieder da. Genau, das war nicht, sondern... Das ist der Nachteil, wenn man oben anfängt zu speichern. Ich gehe nächstes Mal wieder nach unten. Ja? Wieso sind wir denn hier? Achso, wir müssen einfach über die Brücke und dann war es das auch schon. Jetzt habe ich nämlich zwei Granaten. Ich habe das Gefühl, die werden mir gut tun.
Und ich habe alle meine Hilfe-Items. Dann fangen wir hier nochmal neu an. So. Ja, ja. Retter. Die nehme ich. So, mal hier hin. Nicht zu vergessen, dass es eine Horde Monster ist. Kann ich das noch? Das ist doch viel besser, das so rumzumachen. Ich habe keine Granaten. Was soll das denn? Okay, hier war zumindest eine. Schön Munition sparen. Na, vielleicht hebe ich die Granate auch einfach auf. Komm schon, nicht so viel zappeln, da treffe ich nichts. Wie kommen die denn wieder rein? Hab die Fenster doch zugemacht. Hat der Lewis nicht gut verteidigt. Ich muss nachladen. Schön unten bleiben. Ist ja recht. Mit den Fackeln kann ich nichts machen, glaube ich. So, hier muss ich einmal neu sortieren, dann passt das. Und Nahkampf. Und nochmal Nahkampf. Ach, das sind schöne Kampfsequenzen hier. Wusste gar nicht, dass ich das kann. Auf zu kraxeln. Nein, ich muss nachladen. Schrotflinte. Und nachladen. Lass mich in Ruhe. Ist ja recht. Nein. Lass mich in Ruhe. Okay, ich muss einen großen Fisch essen. Ich bin konzentriert, mehr oder weniger. Mist. Lief doch vorher nicht so schlimm. Ja, ist recht. Schön draufgehen. Mist. Wieso ist das jetzt alles so voll hier? Da liegen Bretter. Wunderschön. Damit wird es hier ein bisschen ruhiger. Glaube ich zumindest. Mist, den hätte ich angreifen müssen. Gut, dann mache ich hier gleich das Fenster zu. Sobald hier ein bisschen Ruhe ist. So, hier. Oh, ist das eine Mission, die macht echt Spaß. Ich würde nicht sagen, dass ich mich besonders gut schlage, aber Spaß macht's so. Dann einmal den Hilftrunk hier. Alter, hat der einen Wumms drauf. Da muss ich mir nochmal Helf nachmachen. Kräutermischung. Und Kräutermischung. Ich mag meine Kräutermischung. Blendgranate ist gerade auf der 2, okay. Benutzen. Hast du Schnellzugriff? Wow, mach mal lieber 8. Zur anderen Granate. Achso, ich habe noch 7, die MP. Na gut, bis zu der Zwischensequenz haben wir es anscheinend wieder geschafft. Ich werde nachladen. Aber nicht den Bolzenwerfer. Komm, ich drück die falsche Taste. Sehr schön. Und ihr müsst mir verzeihen, Granate. Mal ein bisschen hier Ruhe einkehren lassen. Ich glaube, das wird nichts. So, Schrotmunition nachmachen. Das hilft ja alles nichts. Und Pistolenmunition. Gut.
Komm schon. Irgendwas, was Munition hat. Ich muss mal hier kurz Ruhe reinbringen. So, Blendgranaten sind auch hilfreich. Mist, brennt die schon wieder. Beim ersten Mal war doch nicht so viel los. Schwierig. Also so langsam muss Ashley helfen, weil ich kann nichts mehr machen. So. Ein Hilfe-Item. Und die Kuh ist da. So schön. Schrotflinte nachladen. Schrotflinte nachladen. Peseten aufsammeln. Louis wird ja sicher alleine klarkommen. Oh, die Ausweichentaste hilft. Komm schon. Komm schon. Habe ich noch eine Blendgranate? Okay, da werden wir abhauen. So viel Munition habe ich dann doch nicht. Ich setze mein Hirn ein. Das war mal eine tolle Sequenz. Wirklich, das war sehr, sehr spaßig. Auch wenn ich mich nicht gut angestellt habe. Danke, Baby Igel. Ashley. Ih, da kommt so eine schleimige Schlonze raus. Ah, nur Blut. Ashley, ist das erste Mal, dass du Blut hustest? Was weißt du darüber? Der Husten, das Blut, wird verursacht von etwas namens Plage. Ja, das heißt Plage. Okay, ihr habt diese Leute gesehen. Ja. Das gleiche in dir wie sie. Das gleiche, warum sie so wurden. Das, diese Symptome, die du da zeigst, sind erst der Anfang. Oh oh. Ich will nicht wie die werden. Du hast Glück. Naja, in diesem Stadium kann der Parasit, der Plager, er kann noch entfernt werden. Mit ist gut. Einem kleinen Eingriff. Man braucht nur etwas Know-how. Ach ja, und die richtigen Tools. Warte, du auch? Keine Sorge, denn ich habe einen Plan. Aber ihr müsst mir vertrauen. Das fällt mir schwer. Und wir haben ja den gleichen Parasiten in uns drin. Gut, dann sind wir Partner. Hey, warum wir hilfst du? Wir haben keine Zeit für Fragen. Die Uhr tickt. Warum hilfst du uns? Weil ich mich dann besser fühle. Belassen wir es dabei. Ich glaube, der ist der verrückte Wissenschaftler, der an all dem schuld ist. Oh, sind schon am Ende des Kapitels angekommen. Damit endet natürlich auch die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.